SOFIA ist die Abkürzung von Stratosphären-Observatorium für Infrarotastronomie. Der SOFIA-Flug ist natürlich für uns Lehrkräfte und auch insbesondere für mich ein einmaliges Erlebnis. So eine Chance bekommt man eigentlich ganz selten im Leben und ich freue mich, dass ich daran teilnehmen kann. Mein Name ist Manuela von Werder und ich unterrichte die Fächer Mathematik und Physik. Meine Schule ist die Stormann-Schule in Ahrensburg. Das ist eine kleine Stadt, die ist in der Nähe von Hamburg, nordöstlich. Und wir sind ein Gymnasium, haben also von 5. bis 12. Klasse Schülerinnen und Schüler, ca. 900 momentan in diesem Schuljahr. SOFIA hat ein Lehrermitflugprogramm und das ist sicher eine große Besonderheit auch für SOFIA. Der Grund dafür liegt darin, dass Lehrer ja eigentlich eine akademische Ausbildung haben, aber anschließend in den Schulbetrieb gehen und von der Forschung nicht mehr viel mitbekommen. Wir wollen ihnen Anregungen geben für ihren Unterricht und deswegen haben wir ein Lehrermitflugprogramm initiiert, was Lehrern erlaubt, die Forschung mit SOFIA einmal hautnah zu erleben. Das heißt, Gruppen von Lehrern können bei SOFIA mitfliegen und lernen dann, wie die moderne Forschung in der Astronomie im Augenblick stattfindet. Also das ist genau etwas für mich, genau die Schnittstelle zwischen Schule und Wissenschaft. Das ist brandaktuelle Forschung, man kann darin teilnehmen und ich erhoffe mir eigentlich, dass meine Schülerinnen und Schüler sich so ein Ziel setzen und sagen, wenn ihnen das so viel Spaß gemacht hat, dass sie das vielleicht auch später in irgendeiner Art und Weise beruflich tun. Das SOFIA-Projekt ist ja ganz vielschichtig. Ich erhoffe mir eigentlich von diesem Flug, dass ich da noch weiteres an Wissen erlange, denn die Wissenschaft verändert sich, sie wird immer ja, moderner, immer tiefgreifender und als Lehrer ist es eigentlich auch wichtig, um den Schülern Aktuelles zu vermitteln, da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Mittlerweile sind wir ja seit über 5 Stunden hier auf dem SOFIA-Flug unterwegs und es ist nicht eine Minute langweilig gewesen. Ganz viele Dinge zu entdecken, ganz viel Neues zu erleben. Wir können eben hier an dieser Konsole nachvollziehen, was die Wissenschaftler vorne und die Piloten oben im Cockpit machen. Und das ist schon sehr spannend, was für eine geballte Macht an Wissen doch dahinter steckt. Astronomie ist normalerweise kein Schulfach, was regulär im Unterricht erteilt wird, zumindest nicht in den norddeutschen Ländern. Meiner Meinung nach wäre es sehr wichtig, Astronomie als Schulfach vielleicht nicht flächendeckend, aber doch so großzügig wie möglich einzuführen, denn Astronomie ist eine sehr alte Wissenschaft. Sie verbindet viele moderne Wissenschaftszweige, sei es, dass man sich geschichtlich interessiert, sei es, dass man jetzt physikalisch daran interessiert ist. Auch biologische und chemische Prozesse sind wichtig, spielen in die Astronomie halt mit rein. Und von daher kommen eben viele Fächer interdisziplinär in diesem Fach zusammen. Und das bietet meiner Meinung nach den Schülerinnen und Schülern einmalige Gelegenheit. Jeder kann so seinen Schwerpunkt für sich selbst entdecken. Ist man eher biologisch interessiert, wird man sich vielleicht für Leben auf anderen Planeten interessieren. Mag man mehr ingenieurwissenschaftliche Aspekte, dann wird man sich für die Technik von Raumfahrzeugen interessieren oder für das Fliegen im All. Und von daher ist in meinen Augen es eigentlich sehr wichtig, ein Unterrichtsfach Astronomie oder auch Astrophysik an den Schulen zu haben.